Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, oder wann ihr mir schaut. Ich bin Part of meiner Altstellung im Schulexer Gaming und begrüße euch zum nächsten Kampf. Nummer 6 in der Pokémon Bundesliga. Mein Team hab ich euch gestern schon vorgestellt, heißt, wir gehen jetzt aufs gegnerische Team ein. Sein Lied ist Metagross, also recht okayer Lied für mich. Könnte besser sein. Dann Choriogel, Mamoswine, Mega Beedrill, Viridium und Zygarde. Zygarde und Bibor sehe ich am gefährlichsten an. Bei Zygarde habe ich zwar Bisafer dabei, aber auf plus 1 oder plus 2 macht das Ding halt schon ordentlich Schaden. Ja. Aber ich würde so sagen. Ich weiß nicht, ob ich noch was sagen wollte oder nicht. Ja, also, wie gesagt, Leeds Raikou gegen Metagross. Könnte etwas gefährlich werden, weil er eben Sandbeben haben kann. Aber ich würde sagen, dann schauen wir mal rein. Und hier noch Slowprince fordert heraus. Ja, hier haben wir mal Korani. Ich habe ja gestern auch schon gesagt, dass ich hier Shiny spiele, um ihn ein bisschen zu verwirren, ob ich jetzt Full Speed spiele oder nicht. Ich gehe jetzt dann direkt mal auf den V-Switch, weil ich wollte keine EQ fressen. Wir haben dann, okay. Flamingula kann alles tanken, was Metagross macht. Alles. Habe ich hier in der Flamingula und er geht auf Agilität. Und das ist saugefährlich, weil nach einer Agilität, der schnellste Mitglied des Team. Und der ist halt Element, heißt, das macht Schaden. Und das ist anders. Das ist ein Flamingula mit 115 Death Base oder so in die Richtung. Ja. Dann hast du den Knirscher, der macht auch nicht genug, um es zu killen. Heißt, ich musste mir das überlegen. Ich gehe raus in Capoeira. Habe versucht, dadurch, dass ich ja Fistiff invested bin. Und dadurch, dass ich ja Sucker Punch haben könnte. Ihm hier quasi einzureden, dass er rausgehen soll. Und dann mag Punch ja auf der Range auch killen. Aber, ja, ich gehe einfach auf den Zen-Kopfstoß. Dann auf den Ball punchen, irgendwie sowas in die Richtung und nimm mich raus. So, ich mein Spinner jetzt schon weg. Aber ich glaube auch nicht wirklich, dass der Hazard großartig dabei hat, außer vielleicht Giftspitzen oder was. Hier ist ein Heatran, ich habe hier die Schuckelbeere. Im Nachhinein würde ich sagen, dass hier nicht irgendwie die safe Variante war, auf den Feuersturm zu gehen in der Runde. Die HP-Eis hat mich auch gekillt. Ja, hier, die Schuckelbeere erledigt es und der Feuersturm trifft aber auch dann. Hey, dann nämlich nicht gehittet, wäre es echt schwierig geworden. Also habe ich es irgendwie noch im Spiel bekommen. So, ich gehe jetzt in Zygarde. Das haben wir auch schon recht klein im Moment. Das hat Zygarde reinschickt, aber ich dachte mir jetzt, okay, ich gehe jetzt nicht raus, weil. Wenn ich jetzt rausgehe, drückt der Lidens und ist auf plus 1, ohne dass er auch noch irgendwas gefressen hat. Heißt, ich bin jetzt direkt auf die Kraftreserve Eis gegangen. Was ja auch gut war, weil wir sehen hier, da ist die Yetchi-Berry drauf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Bisaflor gegangen wäre, hätte die HP Eis von Bisaflor wahrscheinlich kaum was gemacht. So, aber jetzt kommen die 1000 Pfeile und Heatran überlebt das 100% nicht auf der Range. Und noch so die Death und KP und was auch immer spielen. Heatran überlebt es nicht. Ja, ich gehe hier in Bisaflor. Der hier das Ding noch ganz gut abfangen sollte. Und bin einfach mal direkt auf die Kraftreserve Eis gegangen. Das ist eine Mega für das fette Bisaflor. Oh yeah. Und Anfall. Ja, der wird jetzt wehtun. Und er macht auch über die Hälfte. Bei dem Full Death Bisaflor. Aber durch die HP Eis kann ich hier mit dem Zygarde rausnehmen. Er macht jetzt hier einen kleinen Missplay und zwar geht jetzt in Bibor. Und Bibor kann mich auf dieser Range nicht killen, weil die Max Roll von Element P-Jab ist hier tatsächlich 84 KP und ich habe 85 KP. Heißt, ich kann hier so safe wie noch nie quasi auf eine Synthese gehen. Er kann mich hier mit dem P-Jab nicht killen. Heißt, ich kann mich hier gegen Beedrill wieder wunderschön hochhallen. Bin ja auch wieder über 100 HP.
Er geht jetzt auf die Kehrtwende. Ich bin immer auf die Synthese gegangen, einfach nur um mich weiter wieder hochzuheilen. Und geht jetzt in Mammutel, weil er wahrscheinlich auch mit der Synthese gerechnet hat. Wenn er jetzt zum Beispiel in die Gathering gekommen wäre, wäre er nicht so lecker gewesen für ihn, aber für mich halt schon. Aber eben, jetzt kann ich ihn hier wieder hochheilen. Auf 143 KP. Und es ist wieder in einer Range, wo er mich 100% nicht killen kann. Und das Erdbeben. Choice Band macht mehr als die Hälfte, das weiß ich. Aber wir sehen hier, das Ding ist definitiv nicht Choice Band. Das hat keinen Damage Boost. Außer vielleicht ein Expertengurt oder so. Das aber sonst halt kein Damage Boost. Sonst wird er deutlich mehr machen. Na, hier auf mir sogar eigentlich fast wieder voll heilen. Aber das halt schneller ist, so jetzt mein Erdbeben und ich bin dann wieder einigermaßen low. Halt bei 104 KP. Ja, aber er hat immer noch nichts im Team, außer den Vogel, der mich was mich killen kann. Das ist das Beste, was ich gerade haben kann. Dieser Floor steht hier einfach und will nicht weggehen. So, jetzt kommt auch der Vogel rein. Und ich denke mir, okay, gehe ich doch einfach mal in Despotar raus, weil der Vogel macht in der Feuerform Despotar nichts. Okay, er wird auch in anderen Formen nichts machen, weil es holt best Despotar im Sandsturm. Der hat göttliche Spezif. Und dann auch voll KP ist. Und Mr. Orkan auch noch. Aber ich sage mir, okay, gehst du jetzt mal nicht auf die Steinkante, gehst du mal auf den Icy, weil er könnte jetzt auch Viridium reinholen. Und ich kann mit dem Icy alles nochmal effektiv treffen. Heißt, ich gehe auf den Icy. Und krieg den Freeze. Ja, weil es ist sehr unlucky für ihn, aber es hat jetzt am Kampfausgang nicht auch viel geändert, weil man merkt hier vielleicht schon, ich habe hier mit Despotar an Mon was, was Choreo perfekt wallt. Da geht's in Viridium. Ich habe mit Raikou auch Mon, was Choreo safe rausnehmen kann. Und er geht jetzt auf den Schwertanz. Das heißt, der ist auch nicht gechoiced. Heißt, das ist hier jetzt safe geworden. Jetzt nochmal von Ice Heap, einfach nur um nochmal Jabish zu drücken. Hat er wahrscheinlich auch irgendwas geplant, so in Richtung von Lars, Scissor, dass er irgendwie ein Zenhead-Bad hat oder so. Ich hab bisher gar nicht an den Kopf von dem Viridium. Aber, hat ja auch nicht funktioniert, weil es ist halt Despotar. Despotar will nochmal Schaden drücken und ich schicke ja auch kein Bibo, ich schicke mein Beetle dann, Bisaft oder auch nicht rein. So, jetzt kann ich hier in Raikou gehen und E-Belt Raikou, das wird jetzt nicht großartig überraschen, dass Raikou hier jetzt die beiden letzten Ones, noch schön abräumen kann. Haben wir erst einen Sondersensor auf Viridium. Ja, und damit würde ich dann sagen, wir haben eindeutig noch Chancen auf die Playoffs. Weil, ja. Also, ich hoffe, ich habe so sehr gespoilert hier, aber eben, es war quasi klar, nachdem Bibo raus war, dass ich das gewonnen habe. Wo es auch schon klar war, nachdem Metagross und Zygarde weg waren, weil ich eben das komplette Game, ich konnte da, also wenn ich es einmal intelligent spiele, konnte ich da nichts mehr kaputt machen, nachdem Zygarde weg war. Natürlich ein bisschen unlucky für ihn, dass er da, in Bibosch oder in Mammo oder so gegangen ist, aber selbst Mammo hätte mich nicht gekillt. Choreo hätte er vielleicht reinnehmen können, wäre ich ja auch in das Portal gegangen. Auf jeden Fall. Nächste Woche geht's dann gegen Boofdi, der ist aktuell auf dem dritten Platz. Geht's dann um die Playoffs. Den Kampf werde ich dann wahrscheinlich gleich dann sogar machen. Team mit dem kommt dann auch nächsten Freitag. Und den Kampf dann nächsten Samstag. Wünsche mir Glück und ja. Was will ich noch sagen? Übrigens, Kyurem und Raikou jetzt aktuell die besten Killer im Team. Mit jeweils 7 Kills. Wer hätte vor der Liga erwartet, dass Raikou und Kyurem meine besten Killer werden, wenn man Sachen hat, im Team hat wie Heatwin, Despotar oder Mega Bisa. Ja, ich würde dann sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.